Willkommen zurück bei The Division. Mit dem Colatus und mir. Ich habe gerade gesehen, ich darf eine Fertigkeit zuweisen. Eine zweite. Mache ich auch mal. Ah, ich habe jetzt quasi so ein Damage-Buff noch. Ah ja. Kann ich ab und zu mal zünden. So, wir gehen weiter aufs Dach. Gab's da noch was? Irgendwo? Nö. Sieht nicht so aus. Ja, auf dem Dach wird's jetzt richtig fies, sag ich dir gleich. Der Maschinengewehrkerle ist sehr fies. Ah, hier gibt's die zwei Enden rechts und links zum Bestöbern. So. Alles mitnehmen. Wie setze ich denn eigentlich diese Brandgeschosse ein? Das habe ich total vergessen. Ich glaube, da gab es irgendwie ein Menü für und dann konntest du das dann auswählen. So. Was war denn hier Schönes? Ein Rucksack. Soll ich mal kurz ins Inventar gucken, ob ich noch was Neues anlegen darf, bevor wir aufs Dach gehen? Das. Was haben wir hier? Da darf ich auch was. Rucksack. Gibt es keinen besseren im Moment, den ich habe. Der ist richtig geil. So. Ah ja, hier. Warte mal. Waffe. Ah, jetzt kann ich meinen Schrotflinte anlegen. Rotflinte, okay. Ja. Kann ich dir mal zeigen. Okay. Da bin ich ja mal gespannt. Ja, die ist aber auch auf Entfernung nichts, natürlich. Nee, aber für die Baseball-Typen sind die zwar schon gut. Oh, wenn ich immer so schnell raffe, das zu wechseln. Dann ist das bestimmt gut. Alpha-Eskorte, wir haben einen Agenten auf dem Dach. Hat Kendall es zu Ihnen geschafft? Bestätigt! Sie und Ihr Stab sind gerade eingetroffen. Sobald das Dach feinfrei ist, bringen wir Sie in Sicherheit. Auf geht's. Wir müssen auch gucken, dass wir den Boss mindestens so das Schild mal halb runterschießen, weil sonst kommen laufend neue Leute. Das kriegt der laufend verstärken. Ja. Erstmal die anderen. Ja. Wow, 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 wow! Schießt er nicht, Alter. Oh nein! Alter, wo schmeißt du die Granaten überall hin? Ich sehe überhaupt nichts mehr. Ein Tod in ihrem Team ist verletzt. Wo bist du? Braucht Hilfe. Komme. Nein, nicht darüber springen! Das ist eine Scheiße! Jetzt habe ich gefailt. Ja, bin auch tot. Weil ich über dieses scheiß Ding drüber gesprungen bin. Jo. Egal, war eh gerade am Anfang. Okay, ich glaube, wir müssen uns. Wir dürfen uns nicht zu weit auseinandersetzen, aber auch nicht zu weit zusammen, glaube ich. Ja, ja, ja. Boah, wie übel. Also egal, wir haben ja jeden Checkpoint hier. Ubisoft Clubbelohnung entsperrt. Aha, aha. GZ. Jetzt kommt's erst, toll. Jetzt kommt's erst. Besser als nix. Jetzt kommt alt hier. Club in irgendwas entsperrt, Belohnungshändler. Achso, okay. Hab ich vor 5 Millionen Stunden gemacht. Scheißgranaten. Könntet ihr alle? Ja, verdammt! Probier das mal hier!
Nein! Eure Salz. Position wechseln und Granaten. So, das war meine. Einen habe ich erwischt. Nein, der ist fast tot. Jetzt haut er auch noch ab. Oh nö. Granate habe ich nicht gesehen. Oh ja, danke. Warnung, weitere Feinde im Anmarsch. Boah. Haha, hat sich selber gesprengt. Wir müssen unbedingt ein Stück vorrücken. Oh, pass auf den Boss auf. Ah! Sag ich und. Boah. Scheiße, ich bin scheiß tot. Au! Au! Ich komm mal zu dir. Vorsicht, der Basie-Typ. Der hat mich umgehauen, der Wichser. Oh, da kommt noch einer. Aua! Oh, blödes Arschloch. Nein! mich hat der Typ umgenietet da vorne, der andere. Oh, jetzt waren wir schon so gut. Wir tasten uns ran. Er ist nicht leicht auf schwer. Ja. Ja. Aber die Belohnung ist besser. Das ist richtig. Und die XP. So. Ja. Da muss man auch mal aufs Maul kriegen. So. Nun aber. Hier, endlich. Muss ich aber erstmal aufstocken. Gut. Ich bin immer zu voreilig. Okay, einer ist weg. Sie haben Alex getötet, hat er gesagt. Er hat Rolex getötet. Ich geh gleich wieder, ich musste nur mal unten weg wegen der Granate. Ach scheiße, die waren aktiv. Au, oh, Mist! Ah! Na, hier war auch Granate, also. Ich sehe gar nichts. Also wenig. Schon wieder Granate! Ja. Aber ich war aus dem Kreis. Nein! Der Bastard bist du, Junge! Der Granat geht mir auf den Sack da. Wo ist er denn? Boah, der Boss wandert gerade auf mich. Jawohl! Oh, der Basie. Nein, 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 nein. Hau ab. Noch einer. Nein, ich muss nachladen. Scheiße. Au. Boah, die haben aber auch einen Bums. Danke. Warnung. Weitere Feinde im Anmarsch. Oh, noch mehr. Ja, die kommen jetzt andauernd. Wir müssen den Boss anschießen. Da hinten. Wir müssen ihm ein bisschen Panzerung runterschießen. So ein Drittel oder sowas. Sonst kommen dauernd neue. Aber jetzt ist er schon mal unten. Genau.
Au, 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 au. Muss mal gucken, wenn der aufhört zu schießen, dann lädt er immer nach und dann kann man den eigentlich. Boah, ich muss mal. Ein bisschen runterschießen, solange wir keine. Ja, das muss er erst wieder nachladen. So. Nochmal. Buff. Wenn er jetzt aufhört zu schießen, müssen wir hoch und draufballern. Haftbombe. Getroffen. Ich glaube, jetzt kommen keine neuen mehr. Aua! Ah, pass auf, wenn der schießt, musst du in Deckung gehen, ja. Haut dich sofort weg. Au! Nein, ich habe keine Moon mehr! Warte mal, liegt hier irgendwo welche? Jetzt hör mal auf, du. Ich brauch Moon. Hier liegt nämlich welche. Danke. Mist. Na, das hab ich nicht. Aua, er mich aber auch. Da, wenn er auf mich schießt, kannst du draufhalten. Ja, ja, der schießt immer nur auf einen. Ja. Werfe ich ihn gerade nicht, der ist so blöd in Deckung. Ah, jetzt. Boah, schon wieder keine Moon mehr. Ah, hier drüben ist ein Moonkasten. Moment mal. Kann ich Munition auffüllen. Haha! Gleich hat er's. Panzerung ist weg. Bleib hier sein. Ja. Aber er schießt gerade auf mich. Ich kann nichts machen. Jawohl. Wir haben die Mediziner in Sicherheit gebracht. Kendall und ihren Stab. Keine Verluste. Nice one. Das war ein guter Anfang, das Agent. Gab eine blaue Knifte. Ich wünschte, ich hätte Ihnen den Rücken frei halten können, aber wir sind auch so ein gutes Team. Wenn Sie wieder in der Basis sind, reden wir mit Kendall und sehen, was sie für uns tun kann. Uff. Sehr geil. Dann gehen wir erstmal zur Buh zurück. Ist schon nicht so leicht auf, schwer. Also haut schon ganz schön rein. Oh ja. Aber ich habe irgendeine blaue Knifte gekriegt. Muss ich gleich mal gucken. Ich weiß nicht, was das war. Sah allerdings auch wieder nach einer Schrotflinte aus. Aber die Missionen, die wir jetzt nicht kennen, die müssen wir erstmal auf leicht spielen. Da ja, ja, logisch. Sonst brauchen wir da ewig für. So. Reden wir mal mit der Candle. Kann ich meinen Medic-Skill auch freischalten? Du. Wo ist der Mrs. Kendall? Der Medic Wing. Da. Katzi geht los.
Na, wen haben wir denn da? Danke für Ihre Hilfe im Garten. Ich war ja schon früher in unfreundlichen Arbeitsumgebungen, aber... Wie es aussieht, kann man mit diesem Arbeitsplatz auch keinen Preis gewinnen. Benutze ich ja fast nie. Ausrüstung, kein Personal. Draußen stehen die Patienten Schlange. Das wird einfach nicht reichen. Wir tun, was wir können, Dr. Kendall. Jeden Vorschlag, den Sie haben, nehme ich gern entgegen. Ich weiß. Teufel, Fliegen und so weiter. Was zählt ist, dass wir das Virus besiegen, aber dazu müsste ich erst mal mehr darüber wissen. Das wäre ein guter Anfang. Sarah ist ziemlich sicher, dass ein Dr. Gordon Amherst etwas mit dem Ausbruch zu tun hatte. Ach Gott. Das Arschloch. Ich habe ihn mal in der Columbia gehört, da gab es fast eine Schlägerei. Wenn er beteiligt ist, muss ich mit ihm reden. Alles, was Sie von ihm finden können. Notizen, Laptops, persönliche Freunde. Ich brauche alles. Wir müssen über lebende Proben reden und Antikörper. Sie haben viel zu tun. Und Sie werden? Probleme lösen, Leben retten. Nun, wenn Sie entschuldigen, fange ich gleich an. So, Cutscene vorbei. Jetzt gucke ich mal, was ich ausbauen darf bei der Klinik. Ja, jetzt kommen erstmal die Tipps. Bla bla bla. Sieht perfekt aus. Ich kann Ihnen nicht genug danken. Ich bringe Ihnen eine gute Flasche Wein mit. Sehr schön. Jeder fängt mal klein an und jetzt ist es eine Klinik. Endlich genug Personal, um Zivilisten zu behandeln. Wir haben alle Hände voll zu tun. So, jetzt habe ich auch meinen Medic Skill. Gut. Guck ich noch mal kurz im Inventar, was ich da... Ja. Eine Schrotflinte habe ich natürlich gekriegt, eine blaue. Wunderbar. Super. Aber dafür habe ich auch ein grünes Maschinengewehr gekriegt. Das nehme ich erstmal als Sekundärwaffe, das ist nämlich geil. Damit kannst du Feinde hinter Deckungen festnageln. Gut. Quasi Sperrfeuer geben. Das werde ich mir wohl anlegen dann. So, überhaupt ein MG. Wer ist ein Präzisionsgewehr? Auch gut, nehme ich das Ding. Warte mal, das hat aber, glaube ich, die gleiche Munition wie die andere Knifte, die ich anhab. Das wäre doof. Nee, ist ein anderes. Okay. So, ich muss mal fix zum Belohnungshändler. Ja, mach das mal. Ich bin eh noch hier am Inventar gucken. Ja. Meine Waffe will ich auch noch modden. Jetzt geht's bei dir. Ja, jetzt ist alles da. Perfekt. Ja, aber meine Schrotflinte ist keine, die ich habe. Das ist eine abgesägte Schrotflinte. Die habe ich quasi in dem Slot, wo die Pistole ist, weißt du? Ah, so, okay. Und die ich gefunden habe, ist eine Sekundärwaffe, also. Gut. So, jetzt muss ich. Ich habe auch einen Sprühstreifen-Waffenskin. Ein Sprühstreifen? Was heißt das? In der Hose oder was? Eine Sprühdose, keine Ahnung. Kann wahrscheinlich färben oder so. Ja. Ja, das ist für die Waffenfarbe. Alter, was drückst du denn da? Das sind massig Klamotten. Ich höre, du verkaufst gerade oder sowas. Du bist gerade sehr laut mit deiner Tastatur. Bock, bock. Ja. So, wo habe ich denn jetzt noch Mods? Ach, Magazin hatte ich noch. Magazingröße, Nachladetempo. Magazingröße. So. Ja, das habe ich auch schon dran, okay. Hier nochmal.
schnell wechseln. Magazin, das darf ich noch nicht. Es hat Stufe 6. Ich das da mal da dran. Okay. Ah, hier, dies kann ich färben. Nur der Sprühmod da, der sieht gerade immer schlecht aus. Also der Sprühstreif. Ich habe Urban Snow Camo Farbe. Urban was? Urban Snow. Ja, ich auch. Urban Snow Camo. Ja. Ja, das muss, glaube ich, mit ein paar Punkten kaufen. Für 20 oder sowas. So, aber weiter geht's in der nächsten Folge. Bis dann!